Ja, willkommen zu einem neuen Video von mir, dieses Mal mit einer neuen Serie, und zwar Spieleentwicklung. Einige von euch werden wissen, ich habe schon mal eine Serie zur Spieleentwicklung angefangen, das ist aber schon eine Weile her, und ich möchte jetzt eben neu anfangen und das halt auch durchziehen. Deswegen hier nochmal dieses erste Video. Und zwar geht es in diesem Video darum, was ist überhaupt so ein Computerspiel, was ja das Ziel von der Spieleentwicklung ist. Wir wollen ein Computerspiel hier erstellen. Und dann nochmal ganz allgemein, wie läuft so ein Spiel, egal ob Computerspiel oder in echt, denn überhaupt ab? Das brauchen wir nämlich, damit wir ungefähr eine Ahnung haben, was denn, wenn wir programmieren, da passiert. Und damit man nicht total verwirrt ist. Gut, erstmal, was ist ein Computerspiel? Naja, wenn wir mal so ein Spiel spielen, dann merken wir ganz schnell, okay, um das spielen zu können, müssen wir irgendwie ein Programm starten. Nehmen wir ja mal Minecraft als Beispiel, weil ziemlich bekannt. Da müssen wir ja auch ein Programm starten, um spielen zu können. Das bedeutet, ein Computerspiel ist ein Computerprogramm. Zwar nicht unbedingt ein sonderlich allgemeines, sondern eher ein spezielleres, aber es ist ein Computerprogramm. So, das bedeutet, um ein Spiel spielen zu können, muss irgendjemand ein Programm geschrieben haben, das dafür sorgt, dass wir als Spieler bestimmen können, was passiert. Aber nicht unbedingt frei, sondern innerhalb von gewissen Regeln. Denn zu jedem Spiel, sei es ein Brettspiel, ein Kartenspiel oder halt ein Computerspiel, gehören Regeln. Die Regeln machen das Spiel aus. Wenn es keine Regeln gäbe, dann wäre es kein Spiel, sondern quasi irgendwas anderes, aber kein Spiel. So, jetzt ist dann aber die Sache, damit ein Spiel Spaß macht, sollte es ein Ziel geben. Bei jedem Spiel, das irgendwie Spaß macht, gibt es ein Ziel. Nehmen wir Candy Crush, weil das auch ziemlich bekannt ist. Da ist das Ziel, möglichst viele Bonbons zerplatzen zu lassen oder möglichst schnell. Auf jeden Fall, jedes Spiel hat irgendein Ziel, das man entweder erreichen kann oder nicht. Und sobald das Ziel entweder erreicht ist oder sobald es nicht mehr möglich ist, das Ziel zu erreichen, sobald einer dieser beiden Fälle eintritt, kann der Spieler quasi am Endergebnis nichts mehr ändern. So, und warum sollte der Spieler dann weiterspielen? Genau, es ergibt eigentlich keinen Sinn, dass sich dann weiterspielt. Und deswegen hört das Spiel genau da auf. Wenn wir ein Level bei Candy Crush geschafft haben, dann müssen wir nicht mehr weiterspielen, weil wir haben es ja eh schon geschafft. Dann hört das Spiel also auf. Und genauso, wenn wir ein Level bei Candy Crush nicht geschafft haben, wenn wir zu wenige Züge haben, dann läuft das Level nicht weiter, sondern das Spiel hört dann auch auf. Das ist das, von dem ich eben geredet habe. Dass der Spieler nicht mehr weiterspielt, normalerweise, wenn er sowieso quasi am Endergebnis nichts ändern kann. So, dann war das jetzt so quasi allgemein zu Computerspielen und wann die denn aufhören sollen, beziehungsweise wann es Sinn machen würde, dass sie aufhören. Das kann man eigentlich auf ziemlich jedes Spiel übertragen. Und dann kommen wir jetzt mal allgemein zu dem, okay, was macht denn so ein Spiel überhaupt aus? Wir hatten ja schon ein paar Punkte. Einmal die Regeln, die jedes Spiel hat, und einmal das Spiel geht nicht mehr weiter für einen Spieler, wenn der quasi an seinem Schicksal sozusagen, also ob er verliert, gewinnt oder unentschieden hat, nichts mehr ändern kann. So, jetzt ist aber die Sache, wie läuft so ein Spiel überhaupt ab? Naja, am Anfang muss bei jedem Spiel irgendwas vorbereitet werden. Wenn wir zum Beispiel ein Schachspiel nehmen, da haben wir ja das Brett und die Spielfiguren, die muss man natürlich erstmal haben, das zählt auch schon quasi als Vorbereitung. Und dann muss man das Brett irgendwo hinstellen und die Figuren passend draufstellen. Das ist die Vorbereitung, ohne das kann man nicht spielen. Und das gibt es bei jedem Spiel. Und sei es nur der Gedanke, dass man anfangen will zu spielen. Wenn der Gedanke fehlt, dann kann das Spiel nicht starten. Also irgendwas muss am Anfang immer gemacht werden. So. Und dann gibt es ja die Spielregeln. Und in so ziemlich jedem Spiel gibt es Runden,
beim Schachspiel ist das so, in einer Runde ist jeder Spieler einmal am Zug und in jedem Zug zieht er eine Spielfigur von sich, gemäß eben den Spielregeln. So, und dieser Ablauf von einem Spiel wird so lange immer wiederholt, also die Spieler ziehen so lange immer abwechselnd ihre Steine und machen damit mehrere Runden halt, bis eben für einen von beiden Spielern quasi das Endergebnis nicht mehr änderbar ist. Wenn einer von beiden verloren hat, ist das Spiel vorbei. Wenn einer von beiden gewonnen hat, ist das Spiel auch vorbei. Und wenn das Spiel unentschieden ist, ist es auch vorbei. Von solchen Bedingungen, die das Spiel beenden, wie eben jemand hat gewonnen, jemand hat verloren oder jemand kann nicht mehr gewinnen, gibt es auch in jedem Spiel welche, sonst würde jedes Spiel ewig dauern. Und am Ende wird dann quasi alles wieder aufgeräumt. Am Ende werden die ganzen Schachfiguren wieder irgendwo reingeräumt und das Schachbrett wieder verstaut. Dann hat man halt fertig gespielt. Das gibt es auch bei so ziemlich jedem Spiel. Also, am Anfang wird was vorbereitet, dann wird so lange immer quasi eine Runde gemacht, gemäß eben den Spielregeln, bis eben eine Bedingung eingetreten ist, die das Spiel beendet. Mal so ganz allgemein gesprochen. Denn beim Programmieren spricht man ja auch immer nur allgemein. So, dann jetzt aber mal weg von diesem theoretischen, wie sieht so ein Spiel denn aus? Jetzt mal dazu, wie werden wir so ein Spiel umsetzen? Und zwar brauchen wir zum Umsetzen eines Programms, was hier nun mal ein Computerspiel ist, auch eine Programmiersprache. Und um hier möglichst flexibel zu sein, nehme ich einmal die Programmiersprache JavaScript und einmal die Programmiersprache Java. Das ist so, eine von beiden wird wahrscheinlich jeder, der hier den Kanal besucht, kennen. Von daher ist das recht praktisch so. Und selbst wenn nicht, kann man das, was man in den Sprachen macht, ziemlich einfach auf andere Sprachen übertragen. Also, in anderen Worten, das hier sollte für jeden halbwegs verständlich sein können. Gut, dann würde ich sagen, war es das zu diesem Einführungsvideo. Und dann bis zum nächsten Mal, wo wir noch ein bisschen Vorbereitung machen, bevor wir dann wirklich mit dem Programmieren anfangen können.